Hallo und herzlich willkommen zu Das ist mein Werkstatt. Viele werden jetzt mich kennen vom Kanal Brufurt. Das ist ein reiner Elektrokanal. Wenn es jetzt um Themen wie Werkstatt, Holz und so weiter, die ganzen Geschichten geht, ist der Kanal dafür zuständig. Da kümmert mich halt über Elektro gar nicht. Das ist rein der Kanal. Da geht es um mich, um mein Hobby und um diese Dinge. Ich habe es auf den anderen Kanal schon gespoilert. Ich habe eine neue Werkstatt. Das ist in Zusammenarbeit mit der Firma Küpper entstanden. Ich habe mir das nicht komplett selber kaufen müssen. Da gehe ich aber in einem anderen Video nochmal explizit drauf ein. Wie in dem Titel drin steht, 30.000 Euro Werkstatt, das werde in meinem Fall wahrscheinlich gar nicht reichen. Aber das gehe ich nochmal einzeln genau durch, was da alles passiert. Heute möchte ich es nur kurz vorstellen, kurz zeigen. Da geht's los. Das ist ein richtig großes Schwerlast, massives Schwerlastregal. Dann Materialschrank, absperrbar. So ein Magazinschrank, da habe ich jetzt einmal die Schrauben drin. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Das da herunten ist natürlich noch alles leer. Noch nicht alles, noch nicht alles bestückt. Das Kastel habe ich mir noch aufgekommen. Da kommt in weiß ein Kreuz dran. Das wird meine Medizinschranke. Ansonsten hat die Werkstatt, die Werkbänke unten, bis auf 1, 2, 3, 4 Stück, nur große Schubladen, so herausnehmbare Gummimatten. Auch die kann man nochmal unterteilen. Einige von diesen Schubladen sind leer, andere haben diese Einteilungen schon drin. Selbstverständlich dürfen passende Werkstatthocker nicht fehlen. Ganz praktisch finde ich auch mal so kleine Schubladen. Man hat ja nicht überall dabei so viel und ein paar kleine Schubladen schon da natürlich nicht. Ich habe das Ganze von der Bauhöhe eine Nummer größer genommen, wie als empfohlen wird oder als herkömmlich ist, und habe dadurch unten in der kompletten Werkstatt unten nochmal diese großen Schubladen. Da geht halt einfach auch mal schon was rein. Ganz hervorragend. Für mich ist Elektrik geeignet, finde ich diese doppelten. Da haben diese Schubladen ganz flach und haben zwei. Eben für Zangen zum Beispiel, wenn ich mir da irgendwo ein Ding herrichte und habe da meine Zange drin, in dem nächsten dann irgendwelche Schraubzeuger, hat man nicht so viel. Die Schubladen sind kleiner. Finde ich für Taschenwerkzeug, für Handwerkzeug super gut geeignet. Selbstverständlich liefert Küpper aber auch diese Kanäle, ein ausschaltbare Steckdosen, jede Menge. Das wäre eigentlich für Bit und Bohrer und so weiter, aber jede Menge Einsteckmöglichkeiten für Schraubzeuger, Zangen, was auch immer. Ganz gern mag ich den Papierrollenhalter, wo man oben drauf eben noch was abstellen kann. Das ist bei mir eigentlich gedacht, kann man natürlich alles aushängen, ist bei mir gedacht als Abfalleimer. Da tue ich eine Folie ein und stelle mir da dann mehrere Abfalleimer in der ganzen Werkstatt einfach auf. Auch die Ecklösung finde ich ganz hervorragend. Über das Eck hinten hinaus. Also es ist kein verschwendeter Platz. Selbst unten ist das natürlich perfekt, um irgendwie so Öle oder irgendwie sichere Dinge abzustellen. Für die Lochwände, die nahezu komplett montiert haben, gibt es Milliarden verschiedene Halter. Da bin ich noch gar nicht so weit. Das kommt nach und nach. Der Platz da hier vorne habe ich extra ein bisschen abgesetzt gemacht. Rein dieser Platz, das wird mein Prüfplatz. Da kommt angepasst, da wird die Rückwand wahrscheinlich noch mal runterkommen, ein Sicherungskasten her, um bestimmte Dinge zu probieren. Dieser Platz, da möchte ich
verschiedene Smart Home Geschichten, verschiedene Sachen einfach für mich basteln, für mich probieren, die ich da drin immer einfach anstecken kann. Das Ganze natürlich mit einem Notausschalter abschaltbar, dieser Platz. Das kommt aber wieder, wie ich das elektrifiziere, kommt natürlich wieder auf meinem Hauptkanal. Morgens der erste Weg in die Werkstatt wird momentan da hergehen. Das ist mein Spind für Jacken, verschiedene andere Sachen, Sommerklamotten, Winterklamotten, Stiefeln und so weiter, wenn sich einer für das Thema interessiert. Ich bin auf das ganze Thema gekommen, weil ich es erschreckend finde, in jeder, egal ob das Mechanikerhand, ob das welche Berufsgruppe im Handwerk auch immer, wo der Bedarf für eine Werkstatt selbstverständlich ist. Da haben sie überall ganz tolle Werkstätten. Nur wir als Elektriker, und das ist eben das Schlimme, das wird ein wenig verkannt. Früher ist das alles ein wenig anders gewesen. Ich habe unwahrscheinlich viel Arbeiten, selbst zu meiner, als ich noch angestellt war, war ich für unwahrscheinlich viel Arbeiten zuständig, die ich in der Werkstatt gemacht habe. Sei es Geräte, die in weiße Ware und so weiter. Bestimmte Dinge, die man für die eigene Firma selber immer machen muss. Genauso gut kann ja das bestimmte Sachen als Schreibplatz. Bestimmte Sachen, wenn neu kommen, muss man irgendwie zuerst einmal irgendwo probieren. Man fährt ja nicht mit irgendeinem Hightech-Gerät zu der Kundschaft und probiert es bei der Kundschaft das erste Mal. Das tut man dann in der Werkstatt einmal probieren. Zum Beispiel irgendwelche Kamerageschichten, neue Sprechanlagen einmal aufbauen. Werkstätten in modernen Betrieben sowieso unabdingbar für die Lehrlingsausbildung. Und da habe ich mit Küpper geredet und habe gesagt, ich finde das für eine bodenlose Frechheit. Da sagt der Berufsgenossenschaft nichts. Überall mischen sie die ein. Überall, ob es ein scharfes Messer und was weiß ich, was man nicht hernehmen darf und was man schon hernehmen darf. Aber es wird jetzt zum Beispiel im Elektrobetrieb nicht vorgeschrieben, dass man eine Werkstatt für die Ausbildung zum Beispiel hat, für die Lehrlinge, dass das da sein muss. So und so viel Quadratmeter, so und so groß, so und so hell. Das trifft so wieder nicht zu. In meinen Augen müsste ein eingetragener Elektrobetrieb, der braucht ja eine Werkstattprüfung vom Energieversorger, damit er die Eintragung ins Installationsverzeichnis bekommt. Und genauso gut, so jetzt, wenn er Lehrlinge ausbildet, eine Werkstattbegehung geben, wo er vorweisen muss oder nachweisen muss, dass er eine Werkstatt hat, die passend für Lehrlingsausbildung hergerichtet ist. In meinem Fall ist die natürlich jetzt riesengroß, braucht man nicht so groß, aber ich möchte natürlich da herin, erstens habe ich da noch was vor, was ich noch nicht sagen darf, und zweitens, ich möchte für meine Filmerei verschiedene Arbeitsplätze separat machen müssen oder können, nicht, dass ich wieder alles so wegkriege. Das ist natürlich jetzt schon die extreme Variante, aber mein, so ist es. Klar, wenn ich heute mit einem Elektrikertrupp draus bin, das Geld verdient der Elektriker, der normale Baustellenelektriker auf der Baustelle. Nichtsdestotrotz muss ich ja trotzdem in einer Werkstatt mir mal hinsitzen können, meine Stunden mal schreiben können, wenn ich Einweisungen kriege und so weiter, mache ich doch auch alles in einer Werkstatt viel, viel leichter. Da sitzen meine Leute rundum hin, man hat ja eh nicht 30 Leute herin sitzen, es geht um kleine Handwerksfirmen. Da ist halt sowas, also ich persönlich finde, sowas ist ein Muss, absoluter Muss. Auch Kleinstmaterialien irgendwie da herin, das gehört halt einfach da rein. Man muss auf einer Baustelle mittlerweile so viel machen. Man hat Staffeleien, dann geht einmal ein Murren an. Man hat das, sei es andere, wo man halt irgendwo etwas braucht. Das suche ich doch nicht im normalen Elektrolager drin. Einmal da, einmal da, einmal da. Das sind die Verbrauchsgeschichten, die gehören dann in eine Werkstatt rein. Also, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr andere Meinung habt. Meine 35 Jahre Berufserfahrung hat aber das gezeigt, dass das halt einfach so ist. Und ganz ehrlich, ich sehe es an die Mitarbeiter. Von denen wird verlangt, dass auf zwei leere Kabel drum in eine Schalltafel drüber legt und sitzen sie drauf und machen da in einer Brotzeit oder da irgendwelche Verlängerungskabel reparieren. Das ist doch eine bodenlose Frechheit. Für jeden anderen, da muss da klimatisiert sein und so viel mindestens Licht und so viel mindestens dies und so und so. Und genau für den Elektriker gibt es das überhaupt gar nicht. Da gibt es keinerlei Vorschrift, dass da irgendwie was da sein muss, dass da, ich sage nicht einmal, das hat ja noch nie einer von mir verlangt, dass ein extra Aufenthaltsraum, obwohl ich den jetzt zum Beispiel da auch bieten könnte, aber ein extra Aufenthaltsraum, wenn das eine Werkstatt ist und nur für das Elektrowerkstatt genutzt wird, sitzen sie da meine Leute ganz gern einfach einmal um den Tisch, die Werkbank mitten in der Mitte und machen da ihre Brotzeit. Wichtig ist halt, dass für jeden eine Sitzgelegenheit irgendwie da ist. Ein Tisch, wo man vernünftig
vernünftig drauf Brotzeit machen kann, arbeiten kann, werkeln kann. Und für das ist halt so eine Werkstatt eigentlich prädestiniert. In der Mitte, die Werkbankinsel, ist momentan noch ein bisschen provisorisch. Da möchte ich gerne diese große Werkbank zweimal da reinstellen, miteinander verschraufen. Dann wäre auch da in der Mitnahme ewig viel Platz. Sitzplätze links und rechts auf jeder Seite, wie ganz normal, für richtige Sitzaufgaben oder dann Stehaufgaben einfach rundum, und es würde dazu passen. Also diese Werkbank zweimal in der Mitte rein. Oben drauf sind diese Buche Arbeitsplatten. Und wenn das jetzt fertig aufgebaut ist, einmal sauber gemacht ist, habe ich da sogar ein Arbeitsplattenöl, um die ganze Geschichte sauber zu pflegen, einzulassen, damit es einfach auch von Dauer ist. Aber es geht natürlich noch weiter. Das ist jetzt einmal die Werkstatt, das ist eine Geschichte. Jetzt, wenn man da noch draußen schaut, erstens da her, ich habe da eine schöne neue Bandsäge, die ich brauche, und da wo einiges kommt, da haben wir jetzt ein Zusammenräumen und das Aufräumen schon angefangen zu ausmisten. Das, was da seht hinten, ist in erster Linie Plattenmaterial. Das muss ich in ein Plattenlager einbauen, und dann wird, ich weiß gar nicht, ob ich das sehen kann. Ja, ich glaube, man sieht es. Da oben drauf habe ich schon einen Balken montiert. Da kommt unten am Boden einer hin, dann wird da eine Wand eingezogen, und das da wird dann mein Holzwerkstatt. Da kommt, lasst euch überraschen, was da Neues reinkommt. Natürlich muss man aber die ganze Geschichte auch installieren. Und die elektrische Installation von diesen Dingen wird es wieder auf meinem Hauptkanal sein. Was noch auf meinem Werkstattkanal kommt, ich habe mich auf die Suche gemacht nach bestimmten Werkzeugen, Materialien, die nicht so teuer sind wie üblich, eventuell China-Geschichte. Aber die ich da drin natürlich teste, ob es tatsächlich so hochwertig sind. Das erste Video habe ich schon abgedreht. Kommt demnächst, muss ich aber zuerst noch herrichten. Die Produkte, die ich da gekauft habe, verlinke ich unten schon mal, könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht hat ja der eine oder andere das Produkt und kann mir dann schon einschreiben, ob es was taugt oder nicht, oder was er davon hält. Wem also das Thema Werkstatt am Herzen liegt, interessiert, wer die Betrachtungsweise einer Werkstatt vielleicht einmal aus einem anderen Blickwinkel ein wenig erleben möchte. Nicht nur das typische, jetzt baue ich einen Stuhl, jetzt baue ich das, sondern wie man sowas, eine Werkstatt auch relativ professionell jetzt einsetzt, ich sage gewerblich, der sollte vielleicht bitte den Kanal abonnieren, kriegt er unwahrscheinlich viel mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, pfiat euch, servus.